Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Herzlich willkommen mal wieder bei Fides Katholika, katholische Tradition. Heute habe ich eine besondere Überraschung, und zwar einen Vortrag von Dr. Wolfgang Schüler über Papst Benedikt dem 16. und seine Haltung zum Absolutheitsanspruch der katholischen Kirche. Er untersucht jetzt in diesem Vortrag sein Verhältnis zum Absolutheitsanspruch der katholischen Kirche in der Zeit, als er Dogmatikprofessor und Konzilsberater war. Dann hätte ich gesagt, geht's los. Zunächst also zum Dogmatikprofessor und Konzilsberater. Der Dogmatikprofessor und Konzilsberater Ratzinger hält die Gleichsetzung von Kirche Christi und katholischer Kirche für falsch. Eine Wurzel seiner Ablehnung dieser Gleichsetzung finden wir in seiner Sichtweise der innerkirchlichen Entwicklung im Laufe der Geschichte. Ratzinger ist ein Freund und zugleich ein hervorragender Kenner der frühen Kirche, grob gesagt der Kirche des ersten Jahrtausends. Besonders schätzt er an der frühen Kirche eine Pluralität der Ausdrucksformen des gelebten Glaubens und er wirft dem Rom des zweiten Jahrtausends vor, diese Pluralität im Innenraum der Kirche in zunehmendem Maße reduziert und durch Uniformität ersetzt zu haben. Infolgedessen, so seine Argumentation, musste sich die legitime Pluralität, die im Innern der Kirche nicht mehr zur Geltung kommen konnte, im Außenraum der Kirche etablieren. So sagt er in seinem Rückblick auf die zweite Sitzungsperiode des Konzils, Zitat, dieser Plural ist faktisch in der katholischen Kirche immer weiter zurückgetreten gegenüber einem zentralistischen System, in welchem die Ortskirche von Rom gleichsam alle anderen Ortskirchen in sich hineingezogen und so den Einheitsaspekt verkürzt und uniformiert hat. Die Tatsache nämlich, dass der Plural die Kirchen, den es legitim in der Kirche geben sollte, dort immer mehr zurücktrat, war ja der Grund dafür, dass dieser Plural, dem man in der Kirche keinen genügenden Raum gewährte, sich nun außerhalb ihrer, in der Verselbstständigung der einzelnen Kirchen entfaltet hat. Zitat Ende. Demnach hatte sich insbesondere der Protestantismus außerhalb der katholischen Kirche etablieren müssen, weil ihm innerhalb derselben nicht der Freiraum gewährt wurde, den er benötigte. Folglich hätte nach dem Theologieprofessor Ratzinger die katholische Kirche den Widerspruch zu ihrer Lehre in ihren eigenen Reihen dulden müssen. Bedenkt man diese Position des Dogmatikprofessors Ratzinger, dann liegt es auf der Hand, dass er als Konzilsberater von Kardinal Frings auf der Seite derer stand, die gegen eine Gleichsetzung der katholischen Kirche mit der Kirche Jesu Christi waren. Diese Gleichsetzung stand in der vorbereitenden theologischen Kommission zur Debatte und jede der Beteiligten wusste, dass sie die Lehre der Kirche durch alle Jahrhunderte war und dass sie noch von Pius XII. Klar zum Ausdruck gebracht worden war. Alexandra von Teuffenbach hat in ihrer 2002 erschienenen Dissertation das dramatische Ringen um diese Gleichsetzung in der theologischen Vorbereitungskommission geschildert, worauf ich kurz eingehe, um Ihnen die Rolle, die Ratzinger dabei spielte, vor Augen zu stellen.
Diese Kommission bestand aus 60 Mitgliedern und Konsultoren, zu denen er gehörte, und sie wurde deshalb in Unterkommissionen unterteilt. Eine zentrale Rolle in der Debatte spielte der Sekretär der Theologischen Kommission, Pater Sebastian Tromp, ein sehr verdienstvoller Kirchenmann, der unter Pius XII. An einigen seiner Enzykliken, insbesondere an Mystici Corporis, mitgearbeitet hatte. Er war in der Vorbereitungskommission lange Zeit ein entschiedener Verfechter der Gleichsetzung der katholischen Kirche mit der Kirche Jesu Christi, aber er stand unter zunehmendem Druck, diese Gleichsetzung im Hinblick auf die ökumenischen Bestrebungen abzuschwächen. Dies ließ er schon am 27. Oktober 1960 durchblicken, als er darüber klagte, Zitat, dass die Idee, die Kirche könne jetzt nicht lehren, sie sei die einzige Kirche Christi, sich immer stärker verbreitet, mit anderen Worten, wegen eines gesunden Ökumenismus müsse die Kirche sich selbst verleugnen, Zitat Ende. Und er verlangte mehrmals, das Konzil solle klar erklären, dass die katholische Kirche und nur die katholische Kirche die Kirche Christi ist. Dieses ist heißt bekanntlich im Lateinischen est und um dieses est begann nun ein Tauziehen. Die Unterkommission sprach sich für die Ersetzung des est durch ad est aus, was so viel heißt, dass die Kirche Jesu Christi in der katholischen Kirche da ist. Wie alle Angriffe auf das Est ökumenisch motiviert waren, so auch dieser, denn die Ersetzung wird damit begründet, dass das Ad Est, Zitat, besser zusammenpasst mit der Behauptung der kirchlichen Elemente, die woanders anwesend sind, Zitat Ende. Dann ging die Sache zurück ins Plenum. Ein Mitglied desselben, Bischof Schauf, sprach sich gegen das Ad Est aus, weil er mit Recht bemerkte, Est die Identifikation besser zum Ausdruck bringe. Und dann passierte das Unerwartete. Pater Tromp, der bis dahin stets das Est gefordert hatte, unterstützt nicht die Rückkehr zu diesem, sondern schlägt stattdessen vor zu sagen, dass die Kirche Christi in der katholischen Kirche subsistiert. Lateinisch subsistit in Ecclesia Catholica. Von Teufenbach weist nach, dass subsistit mit bestehen oder bleibt bestehen oder existiert zu übersetzen ist, und sie wendet sich gegen die kirchenamtliche Übersetzung, die bis zum 10. Juli 2007 verwendet wurde, dass die Kirche Christi in der katholischen Kirche verwirklicht ist. Warum schwenkte Pater Tromp um, obwohl er doch zuvor immer das Est gefordert hatte? Vieles spricht, wie gesagt, dafür, dass er unter enormem Druck stand, das Est, dass die Gleichsetzung der Kirche Christi mit der katholischen Kirche aussagt, aus ökumenischen Gründen zu ersetzen. Wo kam der Vorschlag für die Ersetzung des Est durch das Subsistit in her? Offensichtlich von einem protestantischen Theologen namens Wilhelm Schmidt. Diese schrieb nämlich in einem Brief an Pater Gaudron vom 3.8.2000 folgendes, Zitat, ich war damals Pastor an der Kirche vom Heiligen Kreuz in Bremen-Horn während der dritten und vierten Periode Beobachter beim Konzil als Vertreter der evangelischen Michaelsbruderschaft, eingeladen von Kardinal Beer. Die Formulierung subsistit in habe ich schriftlich dem damaligen theologischen Berater von Kardinal Frings, Josef Ratzinger, überreicht, welcher sie an den Kardinal weitergegeben hat. Gegen eine Veröffentlichung dieser Angaben habe ich nichts einzuwenden. Mit herzlichem Gruß, gezeichnet Wilhelm Schmidt. Man kann also mit hinreichender Sicherheit davon ausgehen,
dass der Vorschlag zur Ersetzung des Est durch das Subsistit in von dem protestantischen Pastor Wilhelm Schmidt stammte und Ratzinger ihn nicht nur Kardinal Frings mitgeteilt hatte, sondern auch Pater Tromp, was diesen veranlasste, in der entscheidenden Sitzung am 26. November 1963 das Est fallen zu lassen und stattdessen Subsistit in vorzuschlagen, was von den Teilnehmern akzeptiert wurde. Diese Version des Geschehens erklärt auch, warum Ratzinger als Theologe, als oberster Glaubenshüter und als Papst Benedikt XVI. Immer wieder das Subsistit in zu rechtfertigen versuchte. Schon kurz nach Abschluss des Konzils begründete er in einem Vortrag am 24. Februar 1966, warum er die Gleichsetzung der römisch-katholischen Kirche mit der Kirche Christi ablehnt, die doch die Kirche durch alle Jahrhunderte verteidigt hatte. Folgendermaßen, Zitat: Weil schon die Patristik, also die Lehre von den Kirchenvätern, einen nicht aufgehenden Rest anerkennen musste, indem auch sie schon vor der Tatsache stand, dass es Getaufte außerhalb der katholischen Kircheneinheit gibt, die dennoch wirkliche Christen sind. Dazu kommt im Gefolge der weiteren Entwicklung, besonders des Schismas von 1054, eine zweite Einschränkung der Gleichsetzung. Die amtliche Sprache der Kirche hat nie aufgehört, die getrennten orientalischen Kirchen unbeschadet ihrer Trennung dennoch Ecclesiae, Kirchen, zu nennen. Neben dem glaubensmäßigen Singular der einen Kirche stand damit immer, auch in Zeiten, in denen das sachlich nicht reflektiert wurde, selbst noch in Texten Pius XII., ein Plural, der diesen Singular sprengte und eine vorbehaltlose Identifikation von Katholika und Leib Christi unbemerkt aufhob. Zitat Ende. Da diese Argumentation die Ersetzung des Est durch das Subsistit in rechtfertigen sollen, prüfen wir, ob sie stichhaltig sind. Die Tatsache, dass es Getaufte außerhalb der katholischen Kircheneinheit gibt, die dennoch wirkliche Christen sind, ist kein stichhaltiges Argument gegen die Behauptung, dass die Kirche Christi ist. Denn insofern es Getaufte sind, geht es um einzelne Personen, also nicht um religiöse Vereinigungen. Wie aber steht es nun mit der zweiten Behauptung von Ratzinger? Ihr erster Teil, dass nämlich die orientalischen Kirchen in der Vergangenheit als Kirchen bezeichnet wurden, ist zweifellos richtig. Aber der zweite ist falsch, denn die Zuerkennung der Bezeichnung Kirchen für die orthodoxen Gemeinschaften sprengte keineswegs den Singular Kirche. Aber, so wird man fragen, wenn es nur die eine Kirche gibt, die identisch mit der römisch-katholischen Kirche ist, wie kann dann das Kirchenrecht, unter anderem das von 1917, die in der apostolischen Nachfolge stehenden orthodoxen Gemeinschaften als Ecclesiae Orientales bezeichnen und damit von Kirchen sprechen? Die Antwort ist leicht zu geben. Als orthodoxen Gemeinschaften sich 1054 von Rom abspalteten, bewahrten sie nämlich die apostolische Nachfolge. Sie verloren sie nicht, weil ihre Bischöfe durch die Weihe ein unauslöschliches Siegel erhalten hatten, das von dem Schisma nicht tangiert wurde. Auf diese Weise konnte durch die folgenden Jahrhunderte die apostolische Sukzession, Nachfolge, in diesen Gemeinschaften bewahrt werden und Rom hat stets die Sakramente, die von ihnen gespendet wurden, als gültige Sakramente anerkannt. In diesen Gemeinschaften werden also alle Sakramente in gültiger Weise gespendet, obwohl sie Einheit mit dem Stellvertreter Christi auf Erden, dem römischen Papst, nicht bewahrt haben und sich dadurch abgespaltet haben. Trotz dieser Abspaltung fielen sie, im Gegensatz zu den protestantischen Gemeinschaften, sakramental gesehen nicht ins Leere.
Deshalb ist es angemessen, den orthodoxen Gemeinschaften den Titel Kirchen zuzuerkennen. In der Tat handelt es sich um einen Titel, denn Kirche sind sie freilich nicht, denn sonst wäre das Dogma von der Einzigkeit der Kirche verletzt. Gestützt auf diese beiden Argumente, die, wie wir sahen, aber nicht stichhaltig sind, verteidigt Ratzinger anschließend in jenem Vortrag die Ersetzung des Est durch das Subsisti durch das Konzil wie folgt. Zitat: Es hat auf das restlos identifizierende Est verzichtet. An die Stelle des Est hat man das weiträumigere Subsistit gesetzt. Haec Ecclesia Subsistit in Ecclesia Catholica. Zitat Ende. Anschließend spricht Ratzinger, was höchst bedeutsam ist, von der, Zitat, Reduktion des Absolutheitsanspruchs, die in der neuen Formel artikuliert ist. Zitat Ende. Er gibt hier also zu, dass die Subsistit-In-Formel eine Reduktion des katholischen Absolutheitsanspruchs darstellt. Nun lässt aber der Begriff absolut keine Quantifizierung zu. Es gibt keinen mehr oder weniger erhobenen Absolutheitsanspruch. Entweder wird absolute Gültigkeit beansprucht oder sie wird nicht beansprucht. Deshalb bedeutet Ratzingers Rede von der Reduktion des Absolutheitsanspruchs durch die Subsistit-In-Formel das Eingeständnis der Preisgabe des katholischen Absolutheitsanspruchs durch das Konzil an dieser Stelle. Dieses Eingeständnis impliziert, dass das Konzil mit der Ersetzung des Est durch das Subsistit in einen Bruch mit dem traditionellen Selbstverständnis der Kirche vollzogen hat. Ja, das war der Vortrag von Dr. Wolfgang Schüler. Dieser Vortrag wird natürlich noch fortgesetzt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hier finden Sie noch ein Video, eine Playlist und den Abo-Button. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, ein gesegnetes Wochenende. Wir hören uns wahrscheinlich demnächst wieder. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.